Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Ätherische Implantate und Wesen sind Teil der menschlichen Natur. Teil 1.2. Veröffentlicht am 6. August 2017 auf transinformation.net. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion auf transinformation.net. Gefunden auf unleashingnaturalhumanity.com. Geschrieben von Eric Rains, übersetzt von Public, zuerst erschienen auf Now 2016 und Antares. Text 2 von 3 aus Teil 1. Fortsetzung von Text 1. Wie das System arbeitet. Zuerst müssen wir das Konstrukt der Wirklichkeit verstehen und wie wir damit interagieren, um ein Verständnis davon zu erlangen, wie jeder Mensch auf dem Planeten von diesem unsichtbaren Virus betroffen sein kann. Vibration ist der Schlüssel, welcher unsere Realität zusammenhält. Bei der Erforschung der Magie, der Kymatik oder des Studiums von Wellenphänomenen, insbesondere des Klanges und seiner visuellen Darstellung, können wir leicht erkennen, dass das Niveau der Schwingungsfrequenz die Form und Struktur des Mediums beeinflusst, durch welches es sich bewegt, sei es flüssig oder ein sandartiges Material. Wenn die Resonanz erhöht wird, verkürzt das die Wellen der Frequenz. Um sie in einen höheren Ton zu wandeln, gibt es spezifische Punkte, an denen die Wellen in einer harmonischen Konvergenz aufeinander abgestimmt sind oder was Greg Braden eine Schlüsselschwellenresonanz nennt. Die Form springt plötzlich in eine komplett neue, komplexere Geometrie. In diesem Video können wir mehrere Punkte der harmonischen Konvergenz in dem hier gezeigten Wassertropfen sehen. Link in der Textversion und der Infokarte. Diese harmonische Konvergenz muss als ein Schlüsselkonzept verstanden werden. Durch das Kymatikstudium mit extrem feinen Stoffen wie Talkumpuder oder Vulkanasche können wir beobachten, wie sich der Staub der Überbleibsel kosmischer Explosionen, wie etwa der von Supernovas, zusammensetzt, um Milliarden von Jahren schneller als das eigentliche Ereignis zu sein. Die spiralförmige Natur des galaktischen Konstrukts stellt sich ebenso wie die Teilung der Zellen dar, alles, indem eine Frequenz durch ein Medium bewegt wird. Die alten Texte sprechen sehr exakt darüber, was die physische Materie zusammenhält. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Es handelt sich nicht um ein buchstäbliches Wort im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Resonanz. Die Schöpfung wird von einer heiligen Frequenz zusammengehalten, einer harmonischen Konvergenz, imitiert von der Quelle. Eine Erläuterung dessen sehen wir in der Realität um uns herum. Unsere Körper können in kleinere Systeme zerlegt werden, welche für das Ganze arbeiten, wie Muskelgruppen, die Skelettstruktur, das Verdauungssystem, verschiedene Organe und so weiter. Gehen wir tiefer in das Konstrukt, erkennen wir, dass diese Systeme ebenfalls aus kleineren Gruppen bestehen, die für das Ganze arbeiten. Zellen, die spezifische Funktionen ausführen, bilden unterschiedliche Gruppen im Körper, das heißt, die Herzzellen sind ganz anders konstruiert als die Leberzellen und führen verschiedene Funktionen aus. Schauen wir erneut tiefer, erblicken wir, wie die zelluläre Struktur aus Proteinketten und Aminosäuren besteht, die unterschiedliche Formen und Verhältnisse zueinander bilden, um diese Zellen zu erzeugen. Hier beginnen wir die Ähnlichkeit des Konstrukts zu sehen, da diese Strukturen, aus denen die Zelle besteht, alle sehr ähnlich sind, doch unterschiedliche Formen bilden, um eine andere Funktion zu erschaffen. Noch tiefer sehen wir kaum einen Unterschied. Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen, und variieren in der Anzahl der Protonen, Neutronen und Elektronen. Das kreiert verschiedene Formen der Materie. Ein Elektron, das innerhalb eines Stücks Kupfer existierte, könnte nun genauso leicht in deinem Gehirn sein. Weiter in der Tiefe sehen wir das Konstrukt des Atoms, als Quark bezeichnet.
Protonen, Neutronen und Elektronen bestehen aus dem exakt gleichen Konstrukt. Momentan haben wir noch nicht die Technologie, um zu sehen, was im Inneren eines Quarks ist. Doch die alten Chinesen wussten es schon und sie fanden es ohne Verwendung hochentwickelter technologischer Ausrüstung heraus. Durch die Wissenschaft des Geistes, die Bewegung der vitalen Lebenskraft, bekannt als Qi und Meditation, fand man heraus, dass das Basiskonstrukt, das kleinste der kleinsten Teile des Konstrukts der Wirklichkeit, die Basis, aus der alles aufgebaut ist, Qi oder Energie ist. Materie ist nichts anderes als die kristalline Energie, die durch eine göttliche Frequenz in Form gehalten wird. Halten wir, wenn wir sprechen, unsere Stimmen stets monoton, ohne jemals die Tonhöhe zu verändern? Natürlich nicht, weswegen sollte somit die kosmische Frequenz auf nur einen Ton limitiert sein? Im Rahmen all dessen, was ist, würde nicht jeder Ton, der existiert, nun eben vorhanden sein? Die Frequenzen, die unsere 3D-physische Realität zusammenhalten, sind nicht die einzigen Oktaven auf der Skala. Tatsächlich hält die 3D-Realität die Schwingung der niedrigsten und schwersten Dichte auf der Skala. Die Frequenzen führen von hier aus nur noch hinauf. An dieser Stelle kommt nun die harmonische Konvergenz ins Spiel, welche in Greg Bradens Video gezeigt wird. Nicht nur im dimensionalen Übergang, sondern in fast allem, einschließlich der persönlichen Aktivierung. Wenn man in der Lage ist, in einen immer höheren Frequenzbereich zu gelangen, findet man sich schließlich in einer harmonischen Konvergenz wieder, die dann den Zugriff auf eine andere Ebene des Bewusstseins und Fähigkeiten in Bezug auf die DNS-Aktivierung sowie energetische Aktivierungen erlaubt. Das Bewusstsein schwingt in einer Umgebung auf dem gleichen Level wie die umgebende Umwelt. Wenn dieses Bewusstsein seine Frequenz hoch genug innerhalb der Skala verschiebt, um den Punkt der harmonischen Konvergenz zu erreichen, wird es beginnen, in der Frequenz des höheren Dichtegrades zu resonieren, der sich auf der anderen Seite dieser harmonischen Konvergenz befindet. Sich daraus erhebend verschiebt dies auch seine Umgebung. Das Bewusstsein wird sich nirgendwo begeben. Es wird sich plötzlich von einer Dichte in eine neue Frequenz hinein verschieben, an welche es sich angepasst hat. Das ist die Demonstration der Bewusstseinsverschiebung in einen neuen Zustand des Seins. Doch was ist das für ein neuer Seinszustand? Wenn wir unsere 3D-Realität als Nummer 3 betrachten würden, wäre die nächstgelegene Dichte nach oben die Skalar- und Plasmaebenen, somit etwa 3.1. Höher aufwärts würden wir die Astralenreiche erreichen, kristalline Gitter, Himmelsreiche etc. Mit jeder Ebene, die durch eine Frequenzverschiebung getrennt ist oder eine Barriere der harmonischen Konvergenz, die Orte und Reiche trennt, die in genau demselben Raum existieren, so dass sie miteinander interagieren ohne die jeweiligen Kenntnis des anderen. Dies setzt sich höher und höher durch die Dichteschichten fort, bis wir die Lücke zwischen 3,9 und 4 erreichen. Um der Argumentation zu begegnen, wir würden aufgrund der Messung von Raum und Zeit bereits in 4 Dimensionen leben und demzufolge uns jeder Sprung aufwärts in die 5. hochbringen würde, doch gehe ich hier der Einfachheit halber von der 3. in die 4. Wenn wir die Schwelle zwischen 3,9 und 4 erreichen, passt sich die harmonische Konvergenz jeder Dichteschicht an. In einem prächtigen Mosaik von Frequenzen und Geometrie zu einer einzigen großen Konvergenz. Diese große Konvergenz integriert alle Aspekte der Konvergenzen aus den Dichteschichten darunter. Eine verbindet sich innerhalb und um die vorhergehenden herum, eine Konvergenz nach der anderen, bis das Bewusstsein durch die große Konvergenz in einen neuen Zustand des Seins übergeht oder eben in das, was als Aufstieg bekannt ist. Jeder Übergang durch eine neue Konvergenz ist sehr unterschiedlich, da jede von ihnen neue Regeln der Wirklichkeit und eine neue Physik hat, die gelernt werden müssen. Der Schritt von 3,9 auf 4 ist so verschieden, wie er nur sein kann bezüglich der anderen kleineren Konvergenzen. Unser Verstand mag sich kaum an den Rand des Verständnisses bewegen, wie 5D konstruiert ist.
Alles, was wir wissen und verstehen, ist völlig null und nichtig. Was dann zu einem ganz neuen Weg der Entdeckung und der Aufwärtsbewegung durch die Dichteschichten von 5D führt. Hier ist der Hauptunterschied zwischen uns und den meisten anderen Schöpfungen. Wir befinden uns in allen Oktaven der Vibrationen der Quelle auf einmal, interagieren allerdings nur im Physischen. Da wir vom Zugriff auf den Rest ausgeschlossen sind, solange wir uns in der Physikalität aufhalten. Dies ist der grundlegende Umriss, wie Frequenz und Dichte, Dimensionen in unserer Realität wirken. Wenn ich sage grundlegend, meine ich, dass vielleicht ein 3.3859 existiert, dass es erst gibt, wenn ein Bewusstsein durch 3.3858 hindurchgeht und 3.3859 spontan in die Existenz springt. Oder ein Bewusstsein benutzt seine Willenskraft oder Technologie, um ein Loch für 3.574 zu schaffen, wo nur 3.01 vorhanden sein sollte. Zu versuchen, diese sich verändernden, kurzlebigen Ebenen der Existenz, welche nicht mit unserem Verständnis von Physik funktionieren, in ein lineares Verständnis wie in ein Zahlensystem zu übertragen, ist nur eine grobe Darstellung. Es muss nicht erwähnt werden, dass wir ehrlich gesagt keine Worte haben, diese Dinge zu beschreiben. Es geht darum zu erklären, wie Beethovens Fünfte in einer Etch-A-Skizze klingt. Wir haben zumindest ein grundlegendes Verständnis dafür, wie die Dichteschichten zusammen mit den Frequenzen verknüpft sind, nur in einer anderen Oktave. Das Verständnis der breiten, grundlegenden Aspekte, wie dieses unsichtbare System existiert, führt nur zu weiteren Fragen. Der Umfang und die Größe des gesamten Konstrukts sind wirklich erstaunlich in seiner Größenordnung, seines Einflusses und der enormen Verbreitung in jedem Winkel, welchen es erreicht. Aus Gründen der Einfachheit werden wir uns in diesem Artikel auf die Skalar- und Plasmaebenen konzentrieren, da ihr so seht, wie sie der Physikalität näher sind als jede andere Dichte und damit dort, wo der Großteil des ätherischen Kontrollgitters arbeitet. Das Skalarfeld. Die erste Aufdeckung der Möglichkeit von Skalarwellen wurde von dem schottischen Mathematiker James Clerk Maxwell 1831 bis 1879 während seiner Erforschung des Magnetismus und der Elektrizität gemacht. Seine Arbeit wurde von seinen Kollegen, welche die Hochschulkurse aufstellten, die dem allgemeinen Volk unterrichtet wurden, komplett unberücksichtigt gelassen, da es keine Möglichkeit gab, sie zu studieren. Maxwells Hypothese zeigte, dass Lichtwellen, viel feiner als Mikrowellen, nicht nur eine Möglichkeit waren, sondern fast eine Gewissheit. Maxwell beschrieb diese superfeinen Wellenlängen als in dem existierend, was er den Äther nannte. Da es keine Möglichkeit gab, ihn zu studieren, ließen seine Kollegen diesen Teil seiner Forschung aus dem Curriculum der Physik herausfallen, das sie zusammenstellten. Hätte es nicht den berühmten Nikola Tesla gegeben, nicht so berühmt wie er sein sollte, wäre die Skalarwellentechnologie wohl nicht Jahrzehnte nach ihm erforscht worden. Nikola stellte fest, dass er durch die Verwendung von Elektrizität und dem Anzapfen des Magnetismus des Planeten skalare Energie drahtlos an einen Empfänger übermitteln konnte. Es war, als ob die Energie durch ein Wurmloch oder eine Leitung in Raum und Zeit reiste. Die aufregendste Sache bei dieser drahtlosen Kraftübertragung ist, dass es Overunity oder freie Energie war. Da das Gerät die Energie direkt aus den Äther und den Skalarwellen bezog, gab es keine Drähte, welche die Energie hindurch leiteten, durch welche die verwendete Menge messbar wurde. Das bedeutete, dass es keine Möglichkeit gab, ein Monopol auf die Kraft zu erheben und die Leute für ihre Verwendung bezahlen zu lassen. Wie ihr es alle sehen könnt, wenn ihr euch umschaut, leben wir nicht in einer drahtlosen Welt. Telefonmasten, Transformatoren und Kraftwerke sind überall, um unser Energienetz zu unterhalten. Tesla verlor all seine Finanzierungen und Unterstützer für seine Forschung, bis Edison mit Teslas eigener Entdeckung des Wechselstroms bekannt wurde, um das Stromnetz über hydroelektrische Dämme zu versorgen. Zähler und Drähte begannen, sich von nun an über die moderne Welt zu erstrecken.
Die Technologie, welche Tesla entwickelte, wurde gestohlen und in schwarze Projekte übernommen, die vor der allgemeinen Bevölkerung geheim gehalten wurden, nachdem Tesla arm und um seinen Ruhm betrogen starb. Drahtlose Übertragung war nicht der einzige Vorteil aus dem Arsenal von skalarer Technologie. Bei der Erzeugung eines Strahls von skalaren Wellen wie einer Skalartaschenlampe passiert nicht viel, wenn ihr sie auf etwas richtet. Wenn ihr jedoch zwei Geräte an einem spezifischen Ort drangulieren lasst, erscheint plötzlich eine ganze Reihe von Optionen. Der energetisierte Bereich ist nicht nur eine Triangulation von Skalarstrahlen in eine Richtung, die Informationen reisen ebenso schnell in beide Richtungen, oftmals schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Vor der Audioobservation von irgendwoher im Bereich eines skalaren Abhörgerätes wäre es unmöglich, sich zu schützen wegen der winzigen Größe der Skalarwellen. Sie sind klein genug, um jede Materie zu durchdringen. Mit diesem Gerät wäre nun eine visuelle Überwachung in einer limitierten Auflösung ebenfalls verfügbar. Mit der gleichen Technologie könnte man Audiosignale an jeden Ort in Reichweite des Gerätes übertragen, zum Beispiel direkt in den Kopf von jemandem. Voice of God Technologie. Größere Geräte könnten mit Satelliten verbunden werden, um Skalarstrahlen in einer Triangulation unter die Erdoberfläche zu projizieren, wodurch Erdbeben, Vulkanausbrüche und geothermische Verschiebungen verursacht werden. Große Geräte auf dem Boden könnten skalare Wellen von der Atmosphäre abprallen lassen, um Bereiche in der Troposphäre aufzuheizen, die Erdatmosphäre nach außen sprudeln zu lassen und diese massive Luftverdrängung zu nutzen, um den Verlauf des Jetstreams zu verschieben und somit das Wetter zu manipulieren. Die Fokussierung des Strahls, ähnlich wie die Bündelung des Lichts einer Taschenlampe zu einem Laser, und die Befestigung von mehreren Geräten, welche an der gleichen Stelle triangulieren, heizt, ionisiert die Moleküle in die nächstrelevante Dichte und erzeugt massive Kugeln aus elektrifizierter magnetischer Lichtenergie. Dies kann verwendet werden, um die Luft in einem bestimmten Bereich in die Atmosphäre zu hyperionisieren. Dies sind nur einige Beispiele, was die Skalartechnologie tun kann. Manche sind ziemlich vertraut mit einigen Geräten, die auf der Skalarfrequenz arbeiten, wie beispielsweise HAARP, welches Skalar- und ELF, extrem Niederfrequenzgeräte, in einem massiven Ausmaß kombiniert. Weniger allgemein bekannt ist, dass die Gewenntürme, hier abgebildet, auch Skalarfeldgeneratoren sind, doch in einem kleineren Maßstab. Diese erzeugen ein Feld für die Überwachung und Verfolgung, anstatt fokussiert zu sein. Das nächste Mal, wenn ihr auf der Autobahn seid, zählt, wie viele ihr davon seht. Haltet die Augen offen, denn einige sind als Bäume verkleidet. Die von Tesla getätigte Forschung wurde entwendet, verbessert und dann zuerst gegen andere Nationen und dann gegen die eigene Bevölkerung verwendet. Wetterkontrolle und Kriegsführung, unbegrenzte Überwachung, denkt an den Film The Dark Knight, in dem Bruce die Überwachungstechnologie aktiviert hat, welche Handywellen benutzt, um alle innerhalb von Gotham abzuhören und zu verfolgen. Gezielte Angriffe auf eine Person, welche vollständig plausibel abgestritten werden können. Die Fähigkeit, Erdbeben und andere Erdkrustenstörungen zu verursachen. Die Erzeugung von Dürre ist ein Teil der Forschung, die hinter den Projekten der schwarzen Budgets und den hochrangigen Firmenprojekten versteckt wird, die von einer Elitegruppe von Menschen entworfen wurden, mit der Agenda der vollständigen Kontrolle über die allgemeine Bevölkerung. Zum größten Teil sind diese Skalarwaffen sehr effektiv. Die Überwachungsfähigkeiten sind ohnegleichen und die Fähigkeit, jede Bevölkerung der Welt mit einer Naturkatastrophe zu bedrohen, ein Ass im Ärmel, welches nicht unberücksichtigt bleiben darf. Hier ist der lustige, tatsächlich weniger amüsante Teil. Die Männer und Frauen, welche dieses System verbreiteten, hatten keine Ahnung, dass sie direkt in die Pläne des unsichtbaren Kontrollsystems gespielt haben. Sie wurden buchstäblich programmiert, bedrängt und dahin gestoßen, diese Systeme in Betrieb zu nehmen. Unter dem Deckmantel, die höchste Stufe der Kontrolltechnologie auf dem Planeten zu etablieren, wurden Geräte um den Planeten herum eingerichtet,
welche dieses Skalarfeld viel stärker machen, das wiederum die Stärke und die Fähigkeit dieser Geräte erhöht. Die Gwent-Türme wurden eingerichtet, Einrichtungen wie Hub gebaut, Satelliten, die Skalarfelder verbinden und den Planeten damit abdecken, wurden aktiviert. Die gesamte Erde wurde mit Skalarwellen gesättigt. Whirlpool-Wirbelströme, die Raum und Zeit umgehen, badeten den Planeten in diesen Wellen, selbst in Bereichen, welche kaum betroffen waren. Ich weiß nicht sicher, wann das ätherische Kontrollgitter eingerichtet wurde. Alles, was ich zu diesem Thema habe, ist das, was andere Leute gelehrt haben und was ich erforscht und gefühlt habe. Dieses Netz wurde angeblich vor Dekaden, wenn nicht Hunderten von Tausenden von Jahren eingerichtet. Und Skalarorbiter wie der Black Knight Satellite wurden um die Erde aufgebaut und spezifische Lagrange-Punkte um das Sonnensystem, um dieses Skalarnetz durch unser Sonnensystem zu verbreiten. Was ich persönlich erlebt habe, sind Entitäten, die mindestens 20.000 Jahre alt sind, wahrscheinlich älter. Ich habe keine Daten oder spezifische Zeiten, auf die ich verweisen kann, doch ich bin mir der Tatsache bewusst, dass sie hier mindestens für die Zeit des letzten Tierkreiszyklus oder für 26.000 Jahre sind. Im Grunde ist das Netz seit langem hier, aber mit den jüngsten Entwicklungen im technologischen Fortschritt im Zusammenhang mit Skalarwaffen ist das Feld stärker und weiter verbreitet als je zuvor auf diesem Planeten. Die Kontrollsysteme von Entitäten und Implantaten arbeiten innerhalb dieser Skalar- und Plasmafelder. Mit der explosiven Zunahme der Stärke und Reichweite dieser Felder ist die Stärke und Reichweite des parasitären Konstrukts exponentiell in neue Sphären vorgedrungen. Das Skalarfeld ist ein natürliches Vorkommen, aber mit der Technik, welche benutzt wird, um dieses Feld zu öffnen, erweitern und zu verbreiten, ist der Skalarbereich unseres Planeten verzerrt und viele Male größer, als er natürlicherweise wäre. Die Technologie vergrößert diese Skalardichte auf das Hundertfache ihrer natürlichen Prävalenz. Statt metaphorisch ähnlich den Schichten einer Zwiebel zu sein, ist da eine dicke, anwidernde Schicht, die uns herausdrückt und vollständig in sie eintauchen lässt, was es viel schwieriger macht, irgendetwas außerhalb von ihr zu erreichen. Als das Resultat dessen ist das Skalarfeld so massiv und dadurch eines der nächst angrenzenden Bereiche, die ja in der physischen Dichte existiert, was der Grund ist, weswegen die Skalartechnologie so gut in der physischen Welt funktioniert. Dies ist die exakt gleiche Motivation, dass Entitäten, Parasiten und Implantate sich dort so verbreiten, diese Nähe zur Physikalität. Sie können innerhalb unseres sichtbaren Lichtspektrums nicht gesehen werden, doch können sie direkt mit unserem Körper interagieren. Die Plasmawolke. Wir verstehen aus der physikalischen Perspektive in gewissem Grade einige der Eigenschaften der anderen Schicht, die am häufigsten von dem ätherischen Kontrollgitter, bekannt als Plasma, verwendet wird. Damit Plasma existieren kann, muss Ionisation auftreten. Dies bedeutet, dass ein Atom eine positive oder negative Ladung annehmen muss, indem man entweder Elektronen hinzufügt oder entnimmt. Plasma ist ein sehr interessanter vierter Zustand der Materie. Die anderen drei sind Gas, Flüssigkeiten und Feststoffe. Wenn nur 1% eines Gases teilweise ionisiert wird, zeigt 100% davon plasmaartige Qualitäten, wie das Ansprechen auf hohe elektrische Leitfähigkeit und starke Magnetfelder. Je mehr die Atomstruktur ionisiert wird, desto höher wird die Plasmadichte, bis eine Plasmadichte um 100% erreicht ist. Natürlicherweise existiert Plasma in Formen wie Blitze, dem St. Elmo's Feuer, der Aurora Borealis, der oberen atmosphärischen Blitze und dem polaren Wind. Im Kosmos existiert Plasma als Sterne, interstellare Nebelflecke, dem Sonnenwind und Akkreditionsscheiben. Wir verstehen nicht ganz, warum Plasma so ist, wie es ist. Wir wissen nur, dass es sich auf bestimmte Weise verhält, in etwa so viel, dass wir es für Dinge wie Glasplasmakugeln, Glaskugeln, die mit edlen Gasen gefüllt sind, die von einer Hochspannungselektrode leicht ionisiert sind, die kaltes Plasma, extrem niedrige Ionisationsprozentsätze,
Plasma-TVs, Leuchtstofflampen und Lichtbogenschweißer nutzbar machen können. Wir produzieren Plasma während der Fusionsforschung, dem Wiedereintritt in die Atmosphäre, das Blatt von dem, was wie flüssiges Feuer aussieht, mit Ionentriebwerken und Raketenabgasen, den Bögen auf einer Tesla-Spule und seltsamerweise auch aus den Funken aus statischer Elektrizität. Alles Plasma wird auf der Kelvin-Skala aufgrund seiner extremen Temperatur gemessen, aber es gibt mehrere Zustände und Eigenschaften von Plasma in seinen unzähligen Formen. Thermisches und nicht-thermisches Plasma, heißes und kaltes Plasma, um nur einige zu nennen. Dieser seltsame Zustand der Materie hat einige unglaubliche Eigenschaften, sobald die Plasma-Initiierung tatsächlich erreicht worden ist. Sie können Plasma mit magnetischen Barrieren aufrechterhalten und jeder Zustand des Plasmas ist hoch elektrisch leitfähig. Was nicht weitreichend bekannt ist, ist, dass es ein Feld von Plasma in und um die ganze Erde gibt. Wenn wir damit in Wechselwirkung treten, veranlassen wir es, Beweise dafür zu zeigen, dass wir miteinander interagieren können. Nur weil wir es nicht sehen, bedeutet es nicht, dass es nicht vorhanden ist. Das bedeutet, dass es eine Wolke gibt, die durch das Magnetfeld der Erde erzeugt wird, welche extrem leitfähig ist und auf natürliche Weise bereits vorhanden ist. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, wie wir mit dieser Schicht interagieren. Es mag als kollektive Bewusstseinsdatenbank wie der Akasha-Chronik oder als ein telepathisches Internet dienen, wenn ihr so wollt. Doch wir haben einen Aspekt unserer Energiekörper in dieser Plasmaschicht, ebenso wie diese Plasmadichte sehr nahe an der 3D-physischen Realität ist. Was die negativen Kräfte mit diesem Feld gemacht haben, ist, es nahe der skalaren Dichte zu benutzen, um das Skalarfeld überall wie eine Schale zu puffern und dabei zu einem Teil des Schleiers zu werden, der uns vom Rest der Galaxie trennt. Es wird weniger als Überwachung verwendet, sondern mehr als eine Waffe. Angriffe aus dem Plasmafeld sind in der Regel nicht üblich, doch wenn sie auftreten, sind die häufigsten Symptome brennende, stechende, kriechende Empfindungen in verschiedenen Teilen des Körpers, von der Oberseite des Kopfes bis hin zu den Zehen. Farbiger Rauch und seltsame Lichter könnten auch gesehen werden. Plasmaimplantate fühlen sich komplett anders an als Skalarimplantate. Skalare Implantate sind oftmals extrem klebrig, dehnbar, eine zappelnde Masse von Tentakeln, feste Bälle des bösartigen Bewusstseins und so weiter. Plasmaimplantate fühlen sich fast wie lebendiges Feuer, elektrisches Bewusstsein, Schwerkraft, magnetisches Bewusstsein oder bewusster Rauch an. Anpassungen der Überlegungen müssen gemacht werden, wenn ihr damit arbeitet. Allerdings ist es so einfach wie das Abstimmen eurer Energie auf dieselbe Resonanz von Tastempfindung, welche sie entfernen. Ein Beispiel dafür wäre, um etwas, das sich fest genug anfühlt, eine goldene Kugel von Qi herum zu erzeugen, um es damit dann durch einen herzlichen Stoß zu entfernen. Die Festigkeit muss auf die Frequenz, mit welcher das Implantat arbeitet, ausgerichtet sein und die Helligkeit des goldenen Sonnenlichtes muss exakt der entgegengesetzten Frequenz des Implantates entsprechen, welches so dunkel und schwarz ist, dass es Schatten ähnlich dem Feuer ausstrahlt, das Licht erschafft. Der tiefgefühlte, bekannte Stoß, der benötigt wird, um den Qi-Flow in den Bereich zu induzieren, die Ankerpunkte zu trennen und im Wesentlichen das ätherische Gerät in einer Blitzflut von Qi zu fangen, um es dann zu entfernen. Implantate können ohne eine Flut von Qi in den Bereich entfernt werden. Es ist jedoch viel einfacher damit. Stellt euch den Unterschied vor. Ein Stück Holz zu ergreifen, welches auf der Oberfläche des Wassers schwimmt, oder einen Wurm, der sich in sein Loch gräbt. Für etwas, das sich rauchähnlich oder kurzlebig wie Feuer anfühlt, wäre die Technik, den Mangel an Festigkeit darin zu fühlen, um dann euer eigenes Qi mit einem kurzlebigen, hohlen Gefühl in diese Frequenz anzupassen. Statt einer soliden, harten Kugel von Qi wäre eine schwerelose, strahlende Kugel in Form einer goldenen Flamme. Die Schwerelosigkeit des Qi-Feuers, um der Plasmafrequenz, auf welcher es arbeitet, entgegenzuwirken, und das strahlende Gold, um der dunklen Resonanzfrequenz entgegenzuwirken.
Für eine Magnetresonanz würde man sein Qi mit einer magnetischen Ladung aufladen, was so einfach ist, wie es auf demselben Weg wegzudrücken, wie es zu uns gedrückt wurde, und diese Resonanz zu nutzen, um sie in magnetisch aufgeladenes, brillantes, goldenes Qi zu packen. Elektrisch wäre das eine Verschiebung hin zu dem goldenen Blitz, den man in feste Strukturen einwebt. In meiner Erfahrung als Heiler, der den Menschen die Implantate und Anhaftungen entfernt und lehrt, diese Systeme zu entfernen, habe ich Störungen auf mehreren Ebenen der Dichte gefunden, mit mehreren für die Person einzigartig angefertigten ätherischen Geräten. Es gibt etwas über 30 Frequenzen der Implantation, mit welchen ich interagiert habe, aber für die überwiegende Mehrheit der ätherischen Entfernungen an den über 2000 Klienten, mit denen ich bisher gearbeitet habe, habe ich die meisten Störungen in den Skalar- und Plasmafeldern gefunden, mit einer Vorliebe im Verhältnis für die skalaren Felder. Jenseits des Parasitenkonstrukts. Anmerkung: Ich gehe nicht genauer auf die Rolle der physischen außerirdischen Spezies in diesem Zusammenhang ein, außer wenn große Ereignisse wie Invasionen anstehen. Viele negativ und positiv orientierte außerirdische Kräfte haben in unsere Geschichte und unsere Fähigkeit, unseren Weg selbst zu bestimmen, eingegriffen, um uns für tausende von Jahren zu dirigieren. Viele der negativen Arten waren unter direkter Kontrolle der ätherischen Arkonkräfte. Am erwähnenswertesten sind die Reptilienarten, welche von kleinen 3 Fuß großen der unteren Kasten bis hin zu massiven 15 Fuß großen der Oberkasten reichten. Corey Good hat seine Begegnungen mit dieser besonderen Spezies erwähnt und er bezieht sich auf sie als White Royal Dracos. Link www.sphereBeingAlliance.com. Die anderen am häufigsten vorkommenden ET-Spezies, die in Bezug auf die ätherischen Implantate behandelt werden, sind die Insektoiden, meistens Mantide. Alle diese ET-Spezies existieren bis zu einem gewissen Grad bewusst in ihren Astralkörpern. Einige sind ziemlich schwach, manche mit viel mehr Affinität und Kraft, abgesehen von physischen Entführungen, wenn diese Teil der Agenda für diese Person sind, stammen Astralangriffe meistens von einer der ET-Spezies. Das ist der Grund, weswegen ich es nicht passend finde, tiefer in die Informationen über die Spezies, welche die Erde besuchen, hineinzugehen. Es gibt verschiedene Insider, Forscher und Whistleblower, welche in dieser Hinsicht viel mehr Erfahrung haben als ich. In Bezug auf die physischen, menschlichen Kräfte in ihren negativen Agenda, wie die internationalen Bankenkartelle, die Illuminati, den militärisch-industriellen Komplex etc., werde ich mich hier als die Kabale auf sie beziehen, welche in irgendeiner Form während der gesamten Geschichte existiert hatten. Allerdings waren sie nie so bekannt und in der Öffentlichkeit wie heutzutage. Hier ist im Wesentlichen das Konstrukt des Systems in einem groben Umriss seiner Gesamtheit. Programmierte, schlafende, abgeschaltete Menschen, die in allen Bereichen existieren, ausschließlich in der Lage, die 3D-Physik zu erleben, ohne das, was als ESP, Extrasensory Perception, bekannt ist, spazieren in einem Meer von ultrawinzigen Wellenpartikeln herum, welches auch von höherdimensionalen, negativ polarisierten Bewusstseinen verwendet wird, um hindurchzuschwimmen. Die Skalar- und Plasmadichten reichen über die gesamte Oberfläche des Planeten, und während wir glauben, dass unsere Bevölkerung von 7 Milliarden groß ist, existieren buchstäblich Billionen dieser Wesenheiten in diesen fast physischen Bereichen. Diese negativ orientierten Bewusstseine sind völlig vom Schöpfer getrennt. Sie müssen Energie konsumieren, um zu überleben. Sie haben keine unbegrenzte Verbindung zur Quelle, wie wir es haben. Überleben ist im Wesentlichen der Name des Spiels. Sie brauchen unsere unbegrenzte Energie, um diese zu essen, doch das Problem für sie ist, dass diese Energie in ihrer reinen Form jene Entitäten, welche direkt gegenüber den Quellfrequenzen ausgerichtet sind, vollständig zunichte machen und auflösen würde. Denkt an Licht und Schatten in der Dualität. Schatten ist nur eine Abwesenheit von Licht, und die kleinste Menge an Licht kann sich sofort durch den größten Umfang an Dunkelheit bohren.
Angesichts der Notwendigkeit dieser Nahrung schlichen sich diese Parasiten genial durch die Hintertür ein. Sie wurden unser Verstand. Sie brauchten Nahrung, aber nicht in ihrer ursprünglichen Form. Sie mussten unsere natürliche Verbindung zum Schöpfer abtrennen und die Energie dunkel, stagnierend und schwarz machen. Hier haben die Eigenschaften, welche wir die menschliche Natur nennen, ihren Weg in das kollektive Bewusstsein der Menschheit genommen. Der Schub und Drang, selbstsüchtig zu sein, zu nehmen und zu horten. Die blinde Wut und der Verlust an Kontrolle, welche Morde erlauben. Die Schmerzen und die nervende Konstante von Eifersucht und Besitz. Das brennende Bedürfnis und der Antrieb, Macht über andere zu erhalten. Die Fixierung und Obsession für Perversion. Das sind nicht wir. Das sind wir, die dem System in uns zuhören, das kreiert wurde, um in uns dieses Verhalten zu verewigen. In einer reaktionären Gesellschaft, die auf eine negative Überzeugung hin programmiert ist, hat eine absichtliche Handlung der Grausamkeit Nachwirkungen von Mensch zu Mensch, da die Gräueltaten mehr Gräueltaten züchten, neue Generationen von Leiden und Wut entstehen und der Zyklus immer weitergeht, immer größer und stärker in jedem Zyklus, da jede aufeinanderfolgende Generation in ihrer Anzahl der weltweiten Bevölkerung explodiert. Nochmals, ich weiß nichts gewiss, anders als das, was die Leute über das Thema gelehrt haben, weil ich nicht dort war, kann ich nur von meinen Erfahrungen ausgehen. Wenn ich mich in die Vergangenheit einstimme, auf der Suche nach einer Antwort darauf, warum wir die so hoch fortgeschrittenen, telepathischen, fast unsterblichen Wirklichkeitsschöpfer so etwas Einlass gewähren, alles, was ich als Antwort bekomme, ist eine ungeheuerliche kollektive Wunde in planetaren Proportionen. Fortsetzung mit Text 3 aus Teil 1.